Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2. Heute gibt es die Rückfahrt der Linie 177 vom Hauptbahnhof über den Pferdemarkt bis Nordstadt Bahnhof. Und ja, wir fahren heute den MAN NG 313, wenn es hinkommt, der ziemlich leise ist. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Und haben kaum Druckluft. Uff. Also, oh, der Spiegel ist ja hier nicht so. Ist ja nicht so prickelnd. Oh. Was ist denn das hier für ein dämlicher Rettungs. Ja, jetzt fährt er. Och man. Jetzt fängt die Folge schon wieder so an. Bus? Ja, Bus will nicht rückwärts fahren. Ja, tja, dann müssen wir wohl durch. Ach, jetzt fährt er mal mit. Diese Rettungswagen, ich dreh durch. Tut mir leid, dass es direkt so anfängt, aber oh, ich krieg die Kratze von den Dingern. Oder eher die Krise oder alles zusammen, ach, keine Ahnung. Halten wir fest, ich dreh durch bei den scheiß Dingern. Oh. Endlich. Einmal kurz, oh, ja, es ist. 50, 60, 70, 80. Einmal mal Fahrschein. Einmal mal einen Fahrschein. Zack. Jo. Hui. Der Zug nach Hamburg fährt in 7 Minuten. So, jetzt bin ich gespannt, ob er die Nachrichten. Ist klar. Aber die Haltestellen. Okay, er schaltet automatisch weiter. Nächster Halt, Rathausgalerie. Jo. Das war knapp. Das war jetzt eine ziemlich harte Bremsung, aber naja. Ja. Ach, was machen wir heute? Was machen wir für ein Wetter? Dämmerungsnebel. Ah, was ist los? Also ehrlich gesagt mag ich den Bus in der VDV mit dem VDV-Fahrer Ding. Fahrer mit der Fahrerkabine lieber. Fahrerkabine. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Auf jeden Fall mag ich den lieber, weil schaut mal in die Spiegel. Die Spiegel sind hier ziemlich, ich sag mal, ungünstig gewählt von der Position. Und ja. Wir fahren, glaube ich, ein bisschen sehr schnell. Wir haben noch einmal genug Zeit. Dieser Bus ist so leise. Das finde ich nicht ganz so schön. Boah, das war laut. Entschuldigt. Oh komm, ich trinke doch gerade. Jo. Wer wollte die? Zack. Jojo, eine Fahrkarte bitte. Das ist aus. Was ist hier? Das ist doch Intervall, oder nicht? Jo, super. Wir können immer noch nicht los. Oh, da spüren wir eine Minute vor. Da war klar, dass jetzt noch mal ein paar Leute rein wollen. Ach, das ist cool. Die gehen ja auch einfach so hinten rein. Tjo. Los, Vollgas.
Also ich sag's mal so, der Bus hat jetzt nicht mega viel Power. Nächster Halt, Rathaus. Aber naja, also reicht aus. Das ging ja so, also das ging schnell jetzt. Oh, naja. Muss halt runtergehen. Bergab ging. Jo. Rathaus Kreisverwaltung. Waren schon eine Menge Leute rein. Mäßigt. 30, 5, 2, 1. Guten Tag. Eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke ermäßigt. Oh. Ey, ich dreh durch. Und eins. So. Zack, wieder eine Minute vor. Na? Jetzt haben wir schon wieder Leute rein. Nicht? Okay. Dann können sie jetzt losgehen, also weitergehen. Jo. Also ich glaube, der Bus ist schon so ein bisschen untermotorisiert, nicht motorisiert. Naja, kann ich auch nicht ändern. Nächster Halt, Standard immer ein Hupe. Naja. Jo. Achso, das ist F2. Ups. Ehrlich gesagt frage ich mich ja schon, was hier gerade so im Hintergrund läuft, dass das Spiel ein bisschen unperformant läuft. Wobei, 52 FPS, das geht ja. Jo. Zack, hohe Auto. Sind wir nicht gleich am Zock? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. So, wenn man den Bus, den hier jetzt mit dem vom letzten Part vergleicht, ist es schon ein Unterschied. Also auch jetzt von der Leistung. Nö, das steht aber. Sonst wird es allgemein. Hui, wir haben 30 geknackt. Und haben. Ah, ein Ladestandbild gehabt. Nächster Halt, Ruhrau Mitte, zentraler Omnibusbahnhof. Umsteigemöglichkeit. Okay, ich lag richtig. 169, 180 und zum Schnellbus. Und zum Schnellbus. Ja, komm, jetzt ist mit den Frames richtig. Ja. Man merkt einen Unterschied zwischen 52 und 32 Frames. Ah, wir haben Rot. Das finde ich auch total dämlich, dass wir hier Rot haben. Zugeknallt. Und grün. Nö. Okay, das war jetzt strange. Oh. Ne, 1 und 2, 170 hier. Jo. So, den steigt mir bitte alle ein. Dann haben wir noch drei. Hier nehmen wir einen Vorschein. Bitteschön, 30 und 2 zurück. Na los,
Zack. Und wir fahren weiter. Wir haben jetzt auch nicht allzu viel Zeit. Und wir können mit dem Bus können wir nicht so viel Zeit rausholen wie mit dem Citaro C2. Oh, er wird gemeckert. 100 Pro. Nicht? Oh, lol. Damit hätte ich jetzt... Ah, jetzt wird gemeckert. Auch nicht? Habe ich nicht mitgerechnet. Also ich habe eher damit gerechnet, dass sie meckern. Naja, dann nicht. Habe ich auch kein Problem mit. Oh, grün. Was ist los, ich muss rüber. Ich habe kaputt zu warten. Nice. Diesen Teil hier finde ich ja schon irgendwie, ich sag mal, ein wenig komisch. Wenn man fährt hier so mehr oder weniger quasi wie in einem großen Slalom-Parcours. Entschuldigung. Ja, der anstrengenden Tag. Und zwar halt auch den ganzen Tag unterwegs, weswegen dieses Video auch ein paar Stündchen verspätet kommt. Es ist nämlich gerade 19.06 Uhr, 19.07 Uhr. Och, Manni. Manni möchte normal haben. Zack. Jo. Na, hier waren 30. Stimmt. Also, ich glaube, dieses Spiel mit einer HTC Vive oder Oculus Rift, boah, ich glaube, das wäre, ich glaube, das könnte richtig cool sein. Aber andererseits, ich nehme es zurück. Was für einen Rechner braucht man bitte, um, naja, bei VR-Spielen müssen ja mindestens 90 FPS, müssen ja mindestens 90 FPS zustande kommen, sonst wird einem übel. Und Omsi und 90 FPS. Guter Witz, ne? Ah, nein! Oh. Da, das Teil. 30. Der falsche Schein. 1. Hä? Oh. Fahrschein ermäßigt. Hallo. Oh, jetzt Vollzeit. Hier nochmal den Vorschein. Zack, 30 zurück. Und möglichst die... Ups, Tür wieder zumachen. Ah, oh, dieser Rettungswagen. Ich hab mich so auf die Nerven. Boah. Ja. Ah. Halt die Schnauze oder halt das Martinshorn. Was passiert, wenn ich so mache? Geht die Tür von selbst wieder? Ja gut, sie geht von selbst wieder zu. Weil bei einigen Bussen muss man die Tür dann erst aufmachen und wieder zumachen, damit sie richtig zugeht. Also halt mit der Taste. Ja, aber bei dem brauche ich es nicht. Oh. Ach, scheiße. Haben wir die Ecke mitgenommen. Ja, mit den Spiegeln ist es auch total schwer. Ups. Jo, Kölner Straße. Hallo, hallo, Höhle. Hallo. Hallo.
Ups. Oh, wir haben... Ernsthaft rot. Also der Bus ist ziemlich voll. Geht noch eine Menge in echt. Also in echt noch mehr als in Omsi, glaube ich. Aber ja. Oh, verpiss dich. Ah! Ich drehe... Der geht mir so auf den... Ups. Dieser Krankenwagen geht mir so auf die Nerven. Ah, endlich. Drehen wir jetzt endlich grün? Komm, werd grün, bitte. Nö. Natürlich nicht. Wir hatten so viele Chancen gehabt. Jo. Entschuldigt. Ach. Wie gesagt, ich war... ganzen Tag auf den Beinen und in meinem Zimmer ist jetzt nicht gerade kalt. Deswegen, naja. Ich ein wenig Durst habe. Ich habe davor schon, also vor der Aufnahme habe ich zwar schon gesoffen wie ein Kamel quasi. Wasser. Aber, ja. Oh. Nach 2 Minuten dann auch mal. Och man, ich erkenne nichts im Spiegel ohne. Also ich muss halt. Rahnstraße. Okay, passt. Nächster Halt, Rahnstraße. Sag mal, waren hier nur 30 oder wirkt es gerade nur dezent danach? Kurzstrecke, bitte. Immer Kurzstrecke. 30 zurück. Tschüss. Hä? Da fehlt noch was. Kann doch nicht so schwer sein. Oh. Pff. Ich dachte, er hätte mir 2 gegeben. Wechselgeld? Doch, ja, ja. Da ist frei. Da ist frei. Oh nein! Ich wollte gerade so sagen, möglichst hier über grün kommen, aber nein. Ah. Oh, da kann doch nicht wahr sein. Ah, den Platz. Hier auf dem Platz sitze ich immer gerne in echt. In echt. Das klingt so dämlich, aber. Naja, halt. Wenn ich im Bus bin. Grad. Ach, sind das nur manuelle. Oh ja. So eine manuelle Dachluke, nicht wie bei dem VDV. NG 313, hoffe ich. Zack. Ah, danke schön. Die eine Minute, die ich so übersprungen habe, haben wir jetzt schon. Sind wir jetzt schon zu spät. Viertelmarkt. Also, irgendwie finde ich, dass die Haltestellen hier ziemlich. Ich sehe nichts. Ziemlich stark hintereinander. Oh, verbremst. Ziemlich stark, ja, sag ich doch. Hintereinander kommen. Ah, das ist ja falsch rum. 30 und 2 zurück. Ui, die erste Tageskarte. Ach, Tageskarte war hier.
Ein zurück. Einmal Kurzstrecke Schüler, bitte. Einmal Kurzstrecke Schüler. 50, 70, 80, 5, 7 und 1. Heute geht's richtig rund, eine Tageskarte bitte. Heute geht's richtig rund, eine Tageskarte bitte. Ah. Wir sind schon ein. Hä? Wir sind eine Minute zu früh? Okay. Müsste der Bus nicht langsam mal voll sein? Keine Ahnung. Ja. Nächster Halt, Mozartstraße. Ja, eigentlich hätte ich halt den genommen, den. Gens. Wei. Und. Gens 92. Aber. Den hatten wir schon und dann dachte ich, ach. Nehmen wir mal einen Modbus. Oh. Ups. Ich mag die Physik vom Gelenk. Hat was. Da war ich glaube ich dezent zu, ich sag mal, optimistisch mit. So, steigt mal bitte alle hinten ein. Oh. Wer vorne rein? Nö. Ach, scheiße. Ich hätte gehofft, keiner will einen. 30 und 21. Pff. Na, komm, noch wer? Nö. Ja, dann können wir ja getrost weiterfahren. Und draufkriegen. Ich hasse es. Ah. Oh Mann. Ist das ernsthaft die Taste für die... Ja, für die Türen. Hätte ich nicht gedacht. Monsterstraße. Ich glaube, wir sind bei... Oh ja. 6 Minuten noch. Oh, entspannt. 30 Minuten Part um den Dreh. Das ist eine entspannte Länge, oder? Wow, wir dürfen weiterfahren. Heftig, oder? Jo. Immer noch 21,3 Grad. Das wundert mich, ehrlich gesagt. 30 oder 50? Oh, oh. Hopp, hopp, weiter, weiter. Der NE2 hält hier. Auch noch. Ja, der NE2 kommt aber als letztes. Ich hatte jetzt halt vor, so nach... Okay, was war da gerade mit meiner Maus los? Ich hatte halt vor, nach der Reihenfolge zu fahren. Also 177, dann 179, 180, dann NE1 und NE2. Und... Ja, dann war es das auch schon mit Ruau. Schade eigentlich. Zack. Ruau ist, ja. Ich find's schön. Also für 270. Danke. Ja. Einmal Schüler, bitte. Ich weiß, dass es zu viel war. Braucht ihr euch nicht denken. Also, dass ich mich verrechnet habe, das war mir klar. Nur ich habe halt, ja, auf die 1 gedrückt anstatt auf die 2. 30, 20. So. Ah!
Ach so, jetzt weiß er noch. Moment. Ja, das ist so. Und dann weiter. Es ist irgendwie so leer in diesen Bussen, finde ich. Wenn man so nach links schaut. Naja, kann man nicht ändern. Nächster Halt, Wetterabend. Jo. Nicht so halt Wetterabend. Oh. Ich schau überhaupt nicht auf. Oh. Das wird Gemecker geben. Nicht? Wow. Das ist heftig. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Der Typ ist schon zur Hälfte draußen. Naja. Los, alle rein. Türen zu und Abflug. Oh. Das ist enttäuschend. Enttäuschend. Also, es sollen ziemlich viele mitfahren. Also gar nicht so schlecht, dass ich den Gelenkbus genommen habe. Fünf Stunden später, der Bus hat mal die 10 km/h geknackt. Oh, ist die letzte reguläre Haltestelle. Dann kommt schon die Endhaltestelle. Ich finde es schade, dass so hier auch bei diesem Bus. Oh, komm, da müssen wir rüber, da müssen wir rüber. So. Ah, gut. Geschafft. Also, noch nicht geschafft, jetzt geschafft. Aber, ja, wäre, glaube ich, bald rot geworden. Das wäre knapp geworden, wenn Kollision angewiesen wäre. Oder das im echten Leben passiert wäre. Hallo? Nein? Kurzstrecke 30 Pfennig zurück. Hier war noch 60, oder nicht? Oder kam das jetzt erst noch? Ja, ab hier auf jeden Fall. Bergedorf. Könnte glatt hier bei Hamburg sein. Nicht so ein Notstadt Bahnhof. Nichts von wegen Endhaltestelle. Pff, schwach. Also, ich hätte ja schon irgendwie sowas wie Endhaltestelle, irgendwie sowas erwartet. Von wegen alle aussteigen und bla bla. Aber nein. Diesmal nicht. Nee, können wir noch nichts dran nennen. Oh. Ja. Hol nicht rum, ich sehe mein. Ich sehe das hinten beim Gelenk gar nicht mal. Aha. Jo.
Ach, scheiße. Wir sind zu früh abgefahren vom Hauptbahnhof. 11 Sekunden. So. Oh, also das sind viele Leute. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.